Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Seht ihr in irgendeiner Partie eine große Sensation? Beispielsweise glaubt ihr, Braunschweig gewinnt gegen Dortmund? Würde ich schon relativ sensationell finden. Also wäre eine Sensation. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Der zweite Teil mit den anderen Spielen kommt natürlich morgen, logischerweise. Jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Viel Spaß. Ja, los geht's. Ein letztes Mal gilt es noch, alles rauszuhauen im Jahre 2020. Köln empfängt im heimischen Stadion den VfL Osnabrück. Die in weiß gekleideten Geißböcke logischerweise in der Favoritenrolle Heimspiel und Bundesligist. Der VfL Osnabrück machte es in der Defensive aber gut. Bis zur 33. Minute dann ein Handspiel von David Blache. Ein vermeintliches, muss man sagen, so 100% konnten das die Bilder nicht aufklären. Maximal unglücklich, wenn der Ball nicht sogar vom Fuß an die Hand gegangen ist, dann darf es eigentlich keinen Strafstoß geben. Marius Wolf nimmt sich der Sache an, dem war es dann egal und bringt in der 33. Minute den Bundesligisten in Führung. Mit der Seite verliert er da den gegnerischen Keeper. Bitter für den VfL Osnabrück, ansonsten ging nämlich nicht viel in dieser ersten Halbzeit, auch nicht viel nach vorne von den Gästen, die in der zweiten Bundesliga durchaus schon für Furore gesorgt haben bislang. Jetzt Beermann mal mit dem Ballgewinn und dann geht's in die Gegenrichtung, da können wir mal sehen, Kerk, das ist ein guter Kicker, schöner Ball zu Ihorst. Luke Ihorst, der hier vielleicht sogar etwas überhastet abschließt, so schlecht ist der Ball da nicht. Nichtsdestotrotz muss man eigentlich mehr aus solchen Szenen machen, wenn man schon im DFB-Pokal weiterkommen möchte. Der erste FC Köln, der bekleckerte sich nicht wirklich mit Ruhm, aber er spielte das weitestgehend doch abgeklärt. Skiri, Özkan schön weitergeleitet zu Ismail Jakobs und der machte in der 68. Minute dann alles klar. Das 2:0 hier, der spielentscheidende Treffer der VfL Osnabrück. Er schlug sich doch sehr wacker und auch bis zum Schluss, wir sehen es hier nochmal, wollten sie nicht aufgeben, Kerk hier, aber deutlich im Abseits in der 87. Minute. So blieb es beim 2:0 der 1. FC Köln. Er erfüllt sein Soll, kommt eine Runde weiter und der VfL Osnabrück, er war hier heute einfach unterlegen. Bundesliga-Duell in der zweiten Runde, RB Leipzig zu Gast beim FC Augsburg. Der FC Augsburg souverän mit 7:0 gegen Eintracht Celle weitergekommen in der ersten Runde und Leipzig schlug Nürnberg auch überzeugend mit 3:0. Die in blau gekleideten Gäste machten es hier erstmal gut. Kevin Campbell in der 22. Spielminute, der FC Augsburg. Ja, er tut sich schwer, er hat seine liebe Mühe in dieser Saison. So Stück für Stück holen sie sich dann die Punkte, die sie brauchen hier im DFB-Pokal, aber brauchte es gegen Leipzig schon eine deutliche Leistungssteigerung, ansonsten würde das hier nicht lange gut gehen. 45. Minute nochmal, Kevin Campbell dann sinnbildlich diese Flanke von Forsberg, eben auch bei den Roten Bullen ging nicht allzu viel in die Front. Zweiter Durchgang, nun RB Leipzig weiter ins Spiel bestimmt, Kevin Campbell anstatt rüberzulegen zu Sabitzer, der da ziemlich frei war, schließt da selber ab. Zumindest mal ein Highlight, das wir hier zeigen können, aber wirklich gefährlich ist das nicht. Einmal im Ansatz, der geht klar vorbei und kullert, sodass Giekiewicz dem hinterher schauen kann. Was war eigentlich mit den Fuggerstädtern los? 20 Minuten vor dem Ende wagten auch sie sich dann endlich mal nach vorne. Viel Kraft gab es da nicht mehr. Strobel auf einmal völlig frei. Tobias Strobel, das gibt es doch nicht. Der eigentlich defensive Mittelfeldspieler, der mittlerweile des Öfteren als Zehner aufgeboten wird, macht hier das 1:0 vorbei an Gulaschi und es hielt bis in die 90. Minute. Leipzig da nochmal, Gumni aber fängt diesen Ball ab. Gumni bringt sich da selbst in Bedrängnis, aber dann können sie es doch klären. Und dann war Feierabend nach 92 Spielminuten. Augsburg gewinnt tatsächlich mit dem einzigen Schuss auf das Tor von Gulaschi mit 1:0. Und RB Leipzig, ja, sie machten aus ihren Möglichkeiten viel zu wenig und müssen sich jetzt aus dem Wettbewerb verabschieden. Die TSG aus Hoffenheim ist gegen Greuther Fürth natürlich dazu verpflichtet, hier im heimischen Stadion den Sieg einzufahren, aber das erste dicke Zeichen, das kam von den Gästen. Julian Green bringt hier mit einem schönen Freistoß Philipp Pentke zumindest mal ins Schwitzen. Der darf ja alle Jubeljahre mal im DFB-Pokal ran.
Philipp Pentke, der hier aber nicht eingreifen muss. Der Ball senkt sich etwas zu spät. Aber auch Hoffenheim, sie wussten hier durchaus spielerisch zu gefallen, mussten sie natürlich auch. Geiger, Kopfball von Posch, weitergeleitet zu Kramaric, und das ist ein wunderbar herausgespieltes 1:0. In der 13. Spielminute, dieser Ball ist nett, dann dieser Kopfball von Posch, einmal quergelegt, und Kramaric, der drischt ein. Durch diese Führung beflügelt, machte Hoffenheim sich das Leben etwas leichter, und Greuther Fürth, da fehlte es ein wenig. Grilic, Bebu, 2:0 nach 29 Minuten, das war dann für Greuther Fürth nicht so gut zu verteidigen. Die stehen da eigentlich mit genügend Männern rum, aber sie haben es nicht geschafft, das Ganze zu verteidigen. Mit 2:0 ging es dann in die Pause im zweiten Durchgang. Nicht mehr so viel los, hier mal eine gute Möglichkeit zurückgelegt. Geiger, der trifft den Ball aber auch nicht. Das war jetzt kein Spiel von Hoffenheim, wo sie die Sterne vom Himmel holen konnten. Aber auch sie erfüllten hier einfach ihre Pflicht, spielten das dann locker runter. So viel Kraft war auch nicht mehr da, und die Winterpause ist ja wirklich nicht lang. Geiger nochmal in der 74. Minute, dann hätte es zumindest 13:0 am Ende lauten können. Fürth erwischte grundsätzlich den besseren Start, aber Hoffenheim übernahm dann spätestens nach dem 1:0 die komplette Führung. Zieht ein in die nächste Runde, gewinnt vollkommen souverän mit 2:0 und schmeißt Greuther Fürth damit aus dem Pokal. Eintracht Braunschweig tut sich extrem schwer in der zweiten Liga. Als Aufsteiger aus der dritten Liga, ja, spielt man nur gegen den Abstieg. Der BVB, er verlor gegen den 1. FC Union Berlin. Hier hatte man wieder Gutmachung zu betreiben. Und das funktionierte erstmal in Person von Renier. Dritte Spielminute Renier, der heute etwas überraschend in der Startaufstellung stand, aber gegen Eintracht Braunschweig hier direkt mal seine Qualität unter Beweis stellen konnte. Und es war durchaus der Spieler, der im Fokus stand. Witzel, Renier, 12. Minute, 0:2. Das ging für Braunschweig alles viel zu schnell. Ja, der BVB ist ja trotz der jüngsten Ergebnisse eine Spitzenmannschaft der ersten Bundesliga. Da war Eintracht Braunschweig doch deutlich unterlegen. Jude Bellingham, Marco Reus, kein Abseits, 0:3 nach 45 Minuten. Es drohte jetzt tatsächlich auch ein Debakel zu werden für Braunschweig, die in der ersten Runde ja die Hertha spektakulär mit 5:4 rausschmissen. Aber das hatte dann im Endeffekt nicht mehr so viel zu sagen, weil die Hertha auch eben einen katastrophalen Zustand damals hatte und mitunter immer noch. Im zweiten Durchgang ging es dann fröhlich weiter mit diesem Scheibenschießen. 64. Minute, Jadon Sancho hat da auch zu viel Platz. Eintracht Braunschweig verteidigte das zu luftig, wenn man das so sagen möchte. Es ging einfach nicht viel. Bellingham, schöner Ball zu Renier, und der hat noch nicht genug. 0:5 in der 75. Minute. Es war auch fast jeder Schuss ein Treffer. So viele Möglichkeiten hatte Dortmund nicht diesmal, aber spielten sie es gut und locker aus. Und Eintracht Braunschweig gab sich dann auch ein Stück weit auf. Das war nicht mehr so das Allerbeste, nicht mehr das ganz Feinste, aber man kann es auch irgendwie verstehen. Und Renier hatte dann nochmal einen in der 88. Minute mit dem 0:6. Ganz üble Packung, klar, das wird auch ein bisschen das Selbstvertrauen der Braunschweiger ankratzen, aber der BVB, er war heute ja im Trotzmodus nach der Niederlage bei Union Berlin und gewinnt mit 6:0. In der ersten Runde konnte Dynamo Dresden spektakulär gegen den Hamburger SV gewinnen und die Rautenelf nach Hause schicken und aus dem Pokal schmeißen. Gegen den SV Darmstadt sah es für Dresden hier aber nicht so gut aus. Tobias Kempe in der 20. Minute mit dem 0:1 für die Lilien. Dynamo Dresden in der dritten Liga gut auf dem Weg wieder aufzusteigen nach dem Abstieg. Hier im DFB-Pokal, da konnte man diesmal nicht die Wucht aus der ersten Runde entfachen. Ohne Fans natürlich auch irgendwo verständlich. Die haben ja in Dresden immer noch einen ganz speziellen Anteil. 33. Minute, wunderbarer Freistoßtreffer von Kempe. Da ist Kevin Broll zwar noch dran, aber richtig viel kann er da nicht mehr ausrichten. Der erste Durchgang erstellt hier schon eigentlich die Weichen für das endliche Ergebnis. Mele, Matthias Honsack, 40. Minute, 0:3. Und ja, das war tatsächlich schon die Entscheidung in dieser Partie von Dynamo Dresden. Ging dann kräftetechnisch auch nicht mehr so viel. Die haben schon 18 Spiele in den Knochen. Zumindest 18 Spieltage. Und das ist einfach
Heftig, deftig. Trotzdem, sie gaben sich nicht geschlagen, wollten den Ehrentreffer erzielen. Patrick Weihrauch in der 75. Minute aber nur ans Außennetz. Es blieb am Ende beim 0:3. Darmstadt macht im zweiten Durchgang auch dann deutlich weniger. Auch die Kräfte schon, ist ja logisch. Und gewinnt trotzdem ganz klar und deutlich in Dresden mit 3:0. Der erste FC Union Berlin sorgt in der Fußball-Bundesliga nach wie vor für Furore. Den BVB schlug man mit 2:1 zweimal dort nach Standardsituation erfolgreich. Der SC Paderborn aber, er zeigte sich hier nicht wirklich beeindruckt, hatte nicht wirklich viel Respekt und kam gut nach vorne. Und in der 9. Minute dann durch Ron Schallenberg auch zum 1:0. Das war richtig frech, was die Elf von Steffen Baumgart hier auf den Platz brachte. Der erste FC Union Berlin, der mit dieser Spielweise Dortmund und Bayern vor die ganz großen Probleme stellte. So war es Paderborn hier heute, frech von Beginn an. Aber Union Berlin trotzdem die bessere Mannschaft. 22. Minute mal Grischa Prömel. Er bereitete den 1:0-Treffer gegen Dortmund per Kopf vor. Hier der Ball aber doch relativ deutlich am Gehäuse vorbei. Wir springen in den zweiten Durchgang, der war lange Zeit unspektakulär. Dann aber wurde Union Berlin zum Ende hin nochmal heiß. Bei Paderborn schwanden die Kräfte, sie hatten viel investiert, aber mehr als dieser eine Treffer ist dabei nicht rausgesprungen. Trimmel und Hünemeyer, der bringt da seinen Keeper richtig in die Bredouille. Leopold Singerle kann froh sein, dass der nicht einschlägt. Das war ganz haarscharf vorbei am traumhaften Eigentor des Jahres 2020. Und Union nochmal. Griesbeck, Prömel, Griesbeck und was für eine Tat von Singerle in der 79. Minute. Das war eine Glanzparade, die man erstmal so raushauen muss. Und Union Berlin hatte schon lange jetzt mittlerweile das 1:1 verdient gehabt. Aber der Ball muss eben auch über die Linie. Nochmal Ecke, da sind sie Spezialisten. Aber Terrazino erstmal dazwischen. Marco Terrazino stellt sich aber ganz schlecht an. Cedric Teuchert noch einmal. Teuchert, quergelegt, Kopfballtrimmel. Und auch der vorbei. Es hat einfach nicht sollen sein. Das kann man am Ende so konsternieren aus Sicht der Eisernen. Sie verlieren hier durch einen frühen Gegentreffer mit 0:1, werden aus dem Pokal geworfen. Naja, können sich jetzt auf die Champions League oder Europa League Qualifikation in der Bundesliga vorbereiten. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, morgen kommt Teil 2. Bis dann, haut rein und adios.